Hä? Ach, das ist ein Ei. Sehr schön. Dann nehme ich halt Eier mit. Gut, dann schauen wir jetzt mal kurz hier hinten hin. Da ist mein Lieblingsgegner. Nein, da möchte ich nicht hin. Und ansonsten... Ah, ein Druiden-Schierling. Achso, und da geht's bloß wieder hinter das Haus. Okay, dann lassen wir das jetzt mal. Und dann stapfen wir mal durch das empfindliche Feld und gehen wieder zurück zu Neil. Der soll uns mal rüberbringen. Da geht's zur Hafenstadt entlang. Aber ich glaube, hier waren noch ein paar Kräuter, die ich aufsammeln will. Ja, Hühnchen. Heilkraut. Und noch ein Heilkraut. So, zu diesen Viechen gehe ich jetzt nicht. Das sind, glaube ich, keine Grabmotten. Das sind andere Viecher, die ein bisschen gemeiner sind. Deswegen lasse ich es jetzt eigentlich in Frieden. Aber ich könnte mal schauen, wo es da oben hingeht. Wir haben stand jetzt nur Kraut. Auch Kraut. Hm. Vielleicht kann man daraus diese Krautstängel dann machen. Automatisches Speichern. Das ist gar kein... Das ist wirklich kein Kraut. Dann... Hier gibt's Wölfe. Drei an der Zahl. Das ist die Frage, sind das hungrige oder normale? Oh Gott, es werden immer mehr. Ich glaube, die werden dann alle kommen und ich glaube, das schaffe ich nicht wirklich. Nicht in dem Zustand. Also in dem Stadium des Spiels. Hier sind nur die Wildschweine. Ich glaube, dann ist unser nächster Weg eindeutig. Wir werden jetzt wieder zu Neil zurückgehen. Und er soll uns doch rüber zum Lager der Banditen bringen. So, dann... Oh, ein Pilz. Ich glaube, hier gab es keine Tierchen mehr, außer die Geier. Obwohl, es sind, soweit ich weiß, auch noch 4 Stück auf einmal. Und es ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Münze. Für den frischen Atemgeschmack. Okay, dann schauen wir mal hier, ob es ein paar Kräuter gibt. Schaut aber... Ah, nee, da drüben ist noch was. Reiselust. Reiselust gibt Erfahrung. Die könnte ich eigentlich mal verwenden. Obwohl, so viel gibt es auch nicht. Lassen wir es mal. Ob man das zu einem Trank zusammenmischen kann? Ich weiß es nicht. Ach, da ist Neil. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Hey, Neil! Führe mich zu eurem Lager. Kein Problem. Folge mir. Folge Neil nach Westen. Zum Lager, zum großen Sumpf. Dort befindet sich nämlich das Lager der Banditen. Moment, ich will die Beere haben. Worauf wartest du? Ja, stress nicht so viel. Dann haben wir nochmal eine Beere und... Worauf wartest du? Jetzt. Ach, fast. Ich könnte jetzt noch die Stachelbeeren... Die Stachelbeeren. Die Stacheltiere da... Worauf nein. Wartest du? Wie heißen sie jetzt? Ich habe Namen vergessen. Wohin gehst du denn lang? Das sind doch die Weißen. Da. Siehst du die Ruine, die dort im Norden aus dem Boden ragt? So eine habe ich schon an anderer Stelle gesehen. Dort haben die Weißen vor einigen Tagen ein größeres Artefaktlager errichtet. Wenn ich du wäre, würde ich mich dort nicht sehen lassen. Jemanden wie dich kassieren die Jungs sofort ein und werfen dich in die Vulkanfestung. Dort werden sie dir den Stabkampf beibringen und dich in den Ruinen verheizen. Nett. Nicht wahr? Also, überleg dir das gut. Komm weiter. Es ist nicht mehr weit bis zum Sumpf. Gut, dann gehen wir mal hin. Ach ja, das ist eine Möglichkeit, hier weiterzukommen, in die Vulkanfestung zu gehen, also sich gefangen nehmen zu lassen. Und, oh, ein Wolf. Moment. Und dann dort den Stabkampf zu erlernen, beziehungsweise halt dann zu den Ordenskriegern zu gehören. Oh, das sind ja richtige Wölfe, keine Hungrigen. Ach du Schande, was habe ich mir da jetzt angetan? Ja. Oh oh. Verdammt. Ja, ja. So, hilf mir, Neil. Schlag einmal drauf. Ja. Dann schlag ich drauf, dann schlägst du drauf und dann schlag ich drauf oder so. Ja. Komm schon, das schaffen wir. Dankeschön. Muss man ein bisschen ausnutzen, dass wir hier jemanden dabei haben. Der ein bisschen besser im Kampf ist als wir. Vor allem, er hat eine Rüstung und wir nicht. Da ist nochmal eine Ruine. Und da ist ein Pilz. Wenn du hier dem Weg weiter Richtung Norden folgst, kommst du in unser Lager. Aber lass dich von unseren Jägern nicht zur Arbeit einspannen. Die faulen Hunde suchen nur einen Grund, um nicht jagen zu müssen. Danke, ich komme schon zurecht. In Ordnung. Ich gehe da mal wieder auf meinen Posten zurück.
Viel Glück. Wir sehen uns. So, dann gehen wir jetzt hinunter in den großen Sumpf. Oder auch noch nicht. Komm. Stachelratte. Ich vergesse den Namen immer irgendwie. Kommst du jetzt her? Imponierst doch bloß. Jetzt komm endlich. Zack. Ja. Ja. Komm schon. Oh, das ist eine zweite. Hoch, bin ich gerade erschrocken. Oh, habe ich gerade beide auf einmal getroffen? Oh. Oh, jetzt geht's noch. Das war jetzt knapp. Ah. Jetzt sollte ich vielleicht aufpassen. Oh nein, oh nein. So, sehr schön. Im Vorbeistreichen die eine Stachelratte getötet und... Wow. Beine von der anderen angegriffen werden. Okay, noch mehr rohes Fleisch. Und ein Grünblatt. Wo geht's eigentlich hier lang? Zu einer weiteren Stachelratte. Da ist noch eine Stachelratte. Noch ein Grünblatt. Will ich da jetzt schon hin? Zu der Stachelratte. Ach, gehen wir jetzt erstmal... Geht's denn hier lang? Oh, dann gehen wir erstmal hier lang. Wer bist denn du? Enrico. Hi. Ah, du bist gekommen, um mich zurückzubringen, oder? Aber ich gehe nicht mehr zurück. Ich gehe nicht, das kannst du vergessen. Bleib mal locker, ich tu dir nichts. Nein, nein, ich kenne euch doch. Erst wollt ihr einen in Sicherheit wiegen und dann kriegt man doch nur auf die Mütze. Okay, wer bist du und was hat man dir angetan? Hab verstanden, du willst nicht zurück. Wo genau ist zurück? Du bist nicht von Hawkins geschickt worden? Weißt du, er will nämlich, dass ich wieder zur Ausgrabung da drüben zurückgehe. Ich gehe da aber nie wieder hin. Nie wieder. Verstehst du? Wer ist denn Hawkins? Ja, wer ist Hawkins? Wer ist Hawkins? Wer soll das schon sein? Er ist mein Boss, der Anführer von uns Arbeitern. Er treibt sich im Banditenlager im Norden herum. Wäre froh, wenn er mich endlich in Ruhe lassen würde. Ja, verstehe. Das war gerade ein toller Ausblick. So. Wer hat dir denn den Tag versaut? Sie sind überall. Muss dich nur mal umsehen. Dann wirst du schon sehen. Diese fürchterlichen Schreie und dieses Geflüster. Ich kann es kaum ertragen. Wer denn eigentlich? Was für ein Geflüster? Wovon redest du da? Na hör mal. Hast du denn nicht die schrecklichen Tempel gesehen, die überall aus dem Boden gedrückt wurden? Was glaubst du denn, wer die erbaut hat? Der ganze Krempel dieser Ahnen liegt hier überall in der Gegend herum. Und die Idioten im Banditenlager haben nichts Besseres zu tun, als ihre Gräber zu schänden. Die Ahnen werden sich dafür fürchterlich rächen. Glaub mir. Aha. So. Dann relax mal. Entspann dich mal, Kollege. Du Tor, verstehst du denn nicht? Sie sind hier überall. Sie werden aus ihren Gräbern steigen, um sich an uns Sterblichen zu rächen. Ihre Ruinen, die aus dem Boden geschossen sind, sind nur die Vorboten. Bald werden sie sich zeigen. Und dann sind wir alle verdammt. Wir alle, verstehst du? Ich geb mir Mühe. Okay, der ist etwas... nun ja, sein Nervenkostüm ist gerade nicht das Beste, wie es ausschaut. Ich denke, den werden wir später nochmal wiedersehen bei einer kleinen Quest, nehme ich mal an. Nautilus. Und das ist wieder diese Stachelratte. Ich glaube, ich futter jetzt erstmal ein bisschen was. Oh, gebratenes Fleisch. So, die Frage, wie viel Lebensenergie habe ich eigentlich? 60 und 104 insgesamt. Ne, das wäre das zu viel. Vielleicht ein paar Heilkräuter. Mampf. So, und dann legen wir mal nochmal mit der Stachelratte hier an. Die ist ja diesmal alleine. Na, eine junge Stachelratte. Ach, wie süß. Das war's mit dir. Und trotzdem bringt's 50. Was hast du? Du hast einen stabilen Ast dabei? Okay. Wow! Noch so eins? Noch so ein Attentat? Du hast keinen stabilen Ast dabei. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir gehen jetzt wieder hier hoch und gehen mal den offiziellen großen, offiziell, keine Ahnung, auf jeden Fall diesen großen Eingang. Wo geht's denn hier jetzt lang? Ich komme hier irgendwie nicht dazu. Fällt zum Grünblatt, aber hier geht's auch nicht. Okay, dann gehen wir halt jetzt den offiziellen Weg hier mit diesem kleinen Steg.
So, Heilkraut. Da, nein, den Sumpf, den durchsuche ich jetzt später erst. Hast du schon wieder diese Motten? Wer bist denn du? Dark, hey, du, wie geht's dir? Wo willst du hin? Da hinten ist ein böses Viech, genau da. Da. Ich schau mich hier nur mal um. Sei vorsichtig, der Sumpf ist gefährlich. In letzter Zeit sind einige von uns von Rotwürmern gefressen worden. Am besten bleibst du auf dem Steg. Oder noch besser, ich gebe dir eine Karte von dieser Gegend, damit du dich nicht verläufst. Also, wenn ich dich so ansehe, wie wär's mit einer besseren Waffe? Eine bessere Waffe hört sich gut an. Woher bekomme ich eine bessere Waffe? Das kommt darauf an, welche Waffe dir am besten liegt. Einige schwören auf das Schwert. Andere wiederum mögen lieber die Axt. Da bist du sicher bei unseren Kämpfern im Tempel, dort im Norden, gut beraten. Ich bin Jäger. Mir liegen eher Pfeil und Bogen. Ich habe einige schöne Exemplare dabei. Wenn das Gold stimmt, könnte ich mich sicher von dem einen oder anderen trennen. So, so, dann zeig mal, was du so dabei hast. Lass uns handeln. Oh wei. Kurzbogen, Pfeile, ein Ring der Geschicklichkeit. Was ist denn das? Ein Kiefermeißel. Damit kann man Rotwürmern ihre Zähne herausbrechen. Oh mein Gott. Eine Flügelschere. Was man nicht alles sammeln kann. Wollen wir das? Nee, das kaufen wir jetzt nicht. Das ist... So viel haben wir gar nicht dabei. Okay, was jagst du denn so? Was jagst du hier im Sumpf? Da gibt es so einiges, was man hier jagen kann. Doch versuche ich mich schon seit einigen Tagen mit diesem Wurm drüben im Westen. Doch allein ist mir das Monstrum einfach zu gefährlich. Wäre mir lieber, ich hätte Hilfe. Hm, ich könnte dir doch helfen. Was wäre, wenn ich dir helfe, den gefährlichen Wurm zu jagen? Ich bin nur ein einfacher Jäger. Viel habe ich nicht. Aber wenn wir das Ding gemeinsam erledigen, gebe ich dir 30 Gold. Bereite dich aber besser vor. Das Ding ist nicht ohne, sag ich dir. Hm, 30 Gold sind immer noch besser als nichts. Aber was ist das eigentlich für ein Ort? Was ist das für ein Ort hier? Du bist noch nicht weit rumgekommen, was? Pass mal auf. Alles, was du hier siehst, gehört Don Esteban, unserem Herrn. Der Tempel hier im Norden, der Sumpf hier, einfach alles. Wenn ich du wäre, würde ich es mir mit dem Don und seinen Kämpfern nicht verscherzen. So, der Don. Erzähl mir was über euren Tempel. Das Ding war auf einmal da, kam wie aus dem Nichts, aus dem Boden geschossen. Und mit ihm kamen diese ekligen Biester. Doch unsere Kämpfer haben ihnen ordentlich eingeheizt. Da drinnen lebt garantiert nichts mehr. Jetzt dient der Tempel unserem Don als Behausung. Naja, jedenfalls solange wir noch hier sind. Hm, wohin wollt ihr denn? Was haben wir denn? Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen, eklige Biester. Ihr seid hier... Ihr seid nicht immer hier im Sumpf gewesen? Als der Inquisitor mit seinen weißen Kriegern die Hafenstadt übernommen hat, sind wir hierher geflüchtet. Die weißen Typen sind heftig, mit Magie und so, verstehst du? Da sind wir lieber abgehauen. Hoffentlich bleiben die nicht ewig in der Stadt. So, so, Magie und so weiter, das gefällt dir anscheinend nicht. Was weißt du denn noch über die? Was weißt du noch über die Weißen? Nur das, was alle wissen. Komm den Weißen Ordenskrieger nicht zu nahe, sonst schleppen sie dich in die Vulkanfestung. Zwangsrekrutierung. Die armen Schweine da oben kriegen erstmal eine Gehirnwäsche und dann werden sie in den Tempelruinen verheizt. Ich mach da nicht mit, das schwöre ich dir. So, so, die sind ja eigentlich recht fies, die Weißen, wenn man nicht gerade zu ihnen gehört. Was denn für eklige Biester? Eklige Biester? Ja, einige von den Viechern schwirren immer noch hier rum. Frag doch mal Ricardo danach. Er ist einer der Kämpfer und Wachposten im Banditenlager drüben beim Tempel. Der kann dir einiges darüber erzählen. Naja, wenn er denn mal das Maul aufkriegt. Hm, als ob Ricardo sehr schweigsam wäre. Aber was macht denn euer Boss im Tempel? Was macht euer Boss, der Don, im Tempel? Don Esteban wartet auf eine Gelegenheit, wieder in die Stadt zurückzukommen. Seit wir hier sind, sammelt er Gold und rüstet sich für einen Angriff gegen die Weißen. Ich hoffe, dass es nie dazu kommt. Mir wäre lieber, die Männer des Inquisitors würden von alleine wieder verschwinden. Aber wer bin ich schon? Das überlasse ich lieber den Kämpfern. Okay, er ist wirklich nicht so der Kämpfer. Er lässt sie ruhig angehen und mit Pfeil und Bogen kann er es aus guter Entfernung immer... Also sämtliche Gefahren recht schnell erledigen, wie es ausschaut.
Okay, dann, holen wir uns einfach mal den Wurm. Los, lass uns den gefährlichen Wurm jagen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Zieh deine Waffe und auf geht's. Bleib dicht hinter mir.